Hallo und herzlich willkommen zu Herzblut in der Online-Variante. Ich freue mich sehr, dass ich heute eines meiner Herzensthemen hier vorstellen darf, nämlich die Trauerbegleitung von Kindern bzw. einen Ausschnitt daraus. Mein Name ist Ann-Kathrin Scholten. Ich habe im letzten Winter meinen Master in Heilpädagogik an der Cato abgeschlossen und mich in meiner Masterthesis mit Bilderbüchern zum Themenbereich Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt. Was Sie also heute erwartet, ich werde Ihnen kurz den Anlass meiner Masterthesis darstellen. Da geht es um die Geschichte von Mia und ich werde kurz in die Thematik einführen, werde etwas zum Forschungsgegenstand und zu meinen Forschungsfragen sagen. Dann gibt es einen theoretischen Teil dieser Thesis. Da geht es zum einen darum, die Bedeutung der Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen für den Trauerprozess herauszuarbeiten. Ich werde Ihnen das Todeskonzept und typische Besonderheiten der Trauerprozesse von Vorschulkindern darlegen, die ja die Zielgruppe meiner Thesis waren. Und ich werde etwas zu der Bedeutung von Bildern und Bilderbüchern für kindliche Trauerprozesse sagen. In einem zweiten empirischen Teil werde ich Ihnen dann einen Einblick geben in die vielfältigen Ergebnisse der Bilderbuchanalyse, die ich durchgeführt habe und zu der ich auch sofort noch etwas mehr sagen werde. Da geht es um vier große Themenbereiche, um die Örtlichkeiten nachtodlichen Seins in Bilderbüchern, um die Person und das Wesen der Verstorbenen. Es gibt ebenso die Möglichkeit der Fortexistenz in Nachkommen und auf atomarer Ebene, die in Bilderbüchern dargestellt wird. Und es geht um das Erinnern als Möglichkeit des Verbundenbleibens mit Verstorbenen. Nun zunächst einmal zum Anlass meiner Thesis. Den Obertitel und auch den Untertitel lasen Sie ja schon in der Werbung. Mein Obertitel ist »Und wo ist Mia jetzt?« Er ist angelehnt an die Geschichte der kleinen Mia, die vor 2 Jahren im Alter von 10 Jahren an einem unheilbaren Gehirntumor verstorben ist. Und ihre Mutter war während der langen Zeit der Krankheit auf der Suche nach Bilderbüchern, um ja sie und ihren Bruder auf den anstehenden Tod von Mia vorzubereiten, aber vor allem auch um Perspektiven des nachtodlichen Seins aufzuzeigen und Hoffnungsbilder mit den Kindern zu entwickeln. Und dabei stieß sie auf die Problematik, dass es für sie schwierig war, zu entscheiden, welches Bilderbuch sie ihren Kindern geben möchte, welches Bilderbuch ihren eigenen Glaubensvorstellungen entspricht, aber auch welches Bilderbuch sie für ihre Kinder geeignet hält. Und es war eine vielschichtige Analyse gleichsam verschiedener Bücher, genau herauszustellen, was wird denn in diesen Büchern gesagt, was nach dem Tod passiert. Und das war gleichzeitig der Anlass meiner These, so dass ich dachte, Mensch, das wäre wirklich mal spannend zu wissen. Und was hilft einem eigentlich danach zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es des nachtodlichen Seins in Bilderbüchern? Lässt sich das irgendwie ordnen? Was kommt mir entgegen, wenn ich mir verschiedene Bilderbücher anschaue? Das war der Anlass meiner Thesis. Der Untertitel, der dann auch gleichzeitig das Thema der Thesis enthält, war dann eine Analyse der Lokalisation Verstorbener in aktueller Bilderbuchliteratur zum Themenspektrum Sterben, Tod und Trauer für Vorschulkinder unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse trauernder Kinder. Was bedeutet dieser etwas sperrige Titel nun konkret? Also, ich habe untersucht, was wird in Bilderbüchern über das Nach dem Tod geschrieben. Ich habe meinen Schwerpunkt auf die schriftsprachliche Vermittlung gelegt und nicht auf die Bildsprache. In einem zweiten Schritt habe ich dann geschaut, und zwar in Bilderbüchern, die für Vorschulkinder im Alter von 3 bis 6 Jahren empfohlen werden.
die aktuell sind, das heißt, sie sind nach 2010 erschienen oder neu aufgelegt und aktuell auch auf dem Buchmarkt erhältlich, also auch Kindern und ihren Eltern zugänglich, wenn sie sie wählen möchten. Sie sind in deutscher Sprache geschrieben und es werden Bilder nachtodlichen Seins darin aufgenommen. Das ist natürlich logisch, denn wenn es kein Bild in diesem Bilderbuch zum nachtodlichen Sein gibt, dann ist es direkt aus dem Sample aussortiert worden. Und weiterhin habe ich geschaut, warum sind diese Angebote einer Vorstellung vom Nach dem Tod für Kinder in ihrer Trauer denn überhaupt wichtig? Daraus ergaben sich drei Forschungsfragen, denen ich nachgegangen bin. Die erste Forschungsfrage lautet: Auf welche Weise werden Verstorbene in aktueller deutschsprachiger Kinderbilderbuchliteratur für Vorschulkinder zum Themenkreis Sterben, Tod und Trauer sprachlich lokalisiert? Welche Bedeutung kann den Ergebnissen der vorliegenden Forschung vor dem Hintergrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Trauerprozessen und kindlicher Trauer beigemessen werden? Und eine dritte Forschungsfrage, da sehen Sie schon, dass sie hier etwas kleiner gedruckt ist, denn auf diese werde ich in meinem heutigen Vortrag nicht weiter eingehen. Das würde einfach auch zu viel für eine Vortragsform werden. In meiner Thesis habe ich das dennoch auch noch einmal dezidiert untersucht, nämlich wie lassen sich die Erkenntnisse zur Lokalisation Verstorbener in der untersuchten Bilderbuchliteratur in die Vorstellungen nachtodlichen Seins der fünf Weltreligionen und in nicht-religiöse Vorstellungen nachtodlichen Seins einordnen. Kommen wir nun also zum theoretischen Teil meiner Masterthesis. Wenn wir über Trauer und Trauerprozesse sprechen, ist es zunächst einmal wichtig, sich darüber zu verständigen, was Trauer denn überhaupt meint. Die Definition, die leitend für meine Analyse und auch meine Grundhaltung in der Begleitung Trauernder ist, ist folgende. Sie stammt von Kanatschakis aus dem Jahr 1993 und er definiert Trauer als gesunde, lebensnotwendige, kreative Reaktion auf Trennungs- und Verlustereignisse. Trauer ist seiner Meinung nach ein Gefühlsspektrum, eine einzigartige, weil individuell unterschiedliche und zugleich unglaublich vielseitige Empfindung. Das heißt konkret, Trauer ist durch eine Vielfalt von Gefühlen geprägt. Zum Beispiel können das sein Traurigkeit, aber auch Wut, Schock, Angst, Sehnsucht oder auch Erleichterung, wenn zum Beispiel ein Mensch gestorben ist, dessen Pflege schon sehr aufwendig war, der in seiner letzten Lebenszeit sehr gelitten hat unter Schmerzen oder einer Krankheit. Also ist Trauer eine höchst sinnvolle emotionale Kompetenz von uns Menschen, um auf Verlustereignisse reagieren zu können und sie gelingend verarbeiten zu können. Seit vielen Jahren schon versuchen WissenschaftlerInnen, menschliche Trauerprozesse zu erforschen und bei aller Individualität gewisse Muster der Trauer zu erkennen. Sie tun das vor allen Dingen, um die Begleitung Trauernder besser auf deren Bedürfnisse abstimmen zu können, eben zu wissen, was hilft Trauernden in ihrer besonderen Situation nach dem Verlust eines Menschen und auch, um Trauernde selbst zu entlasten und das Verstehen des eigenen Erlebens und Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Denn wenn trauernde Menschen ihre eigenen Reaktionen gut verstehen können, dann entlastet das sehr. Sie wissen, es ist normal und sie entwickeln Ideen dafür, was ihnen in dieser besonderen Situation gut tun könnte. Nun kommen wir zu einem ersten wesentlichen theoretischen Teil meiner Masterthesis. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie in den verschiedenen Trauermodellen auf die Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen eingegangen wurde und ob sie als wesentliches Element des Trauerprozesses aufgegriffen wurde, beziehungsweise ob
sie überhaupt Thema war. Denn wenn ich im Weiteren schaue, wie in den Bilderbüchern Verstorbene lokalisiert sind, dann hat es damit zu tun, mit diesen Verstorbenen in Beziehung zu bleiben, daran zu glauben, dass sie noch irgendwo existent sind und durch ihren Tod nicht die Verbindung zwischen Lebenden und Verstorbenen abgerissen ist. Man kann in ganz früher Zeit feststellen, dass Ahnenverehrung ein großes Thema war. Verstorbene blieben ein wesentlicher Teil des aktuellen Lebens. Sie wurden angebetet, es wurden ihnen zu bestimmten Festtagen auch Geschenke oder Opfer dargebracht. Sie fungierten auch als Begleiterinnen und Ratgeberinnen für das weitere Leben der Lebenden, waren sozusagen nicht real anwesende und doch immer präsente Begleiter auf dem Lebensweg. Diese Vorstellung änderte sich 1916 und 1917 unter Sigmund Freud. Er war einer der ersten Theoretiker, die überhaupt geschaut haben, wie sich Trauerprozesse erforschen und in gewisser Weise systematisieren lassen. Er ging davon aus, dass die vollständige Lösung der Beziehung zu Verstorbenen wichtig ist, dass die komplette Liebesenergie, so hatte er es gesagt, von den Verstorbenen abgezogen wird, damit die Weiterlebenden und Hinterbleibenden wieder frei werden können für neue Beziehungen. Dann gab es eine lange Zeit, in denen wenig Bemühungen um die Erforschung von Trauerprozessen vorhanden waren. Es war die Zeit der Kriege. Ein weiteres Modell wurde dann 1969 von Elisabeth Kübler-Ross entwickelt. Vielleicht sagt sie vielen auch etwas. Es ist eine sehr bekannte Trauerforscherin, die ein Phasenmodell der Trauer entwickelt hat. In diesem Modell findet aber keine explizite Betrachtung der Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen statt, wohl aber ist in der Phase der Zustimmung ihrer verschiedenen Phasen der Trauer genannt, dass die Wiederherstellung einer Beziehung zu verstorbenen Personen ein wesentlicher Teil gelingender Trauer ist. 1982 hat Verena Kast ein weiteres Trauermodell entwickelt, welches vor allem in Deutschland sehr anerkannt war. Und in ihrem Phasenmodell geht sie davon aus, dass zu gelingender Trauer gehört, eine innere Repräsentanz der Verstorbenen zu entwickeln und sie so für immer in den Hinterbleibenden präsent zu halten. 2011 hat William Rorton die Traueraufgabe, eine dauerhafte Verbindung zu der verstorbenen Person inmitten des Aufbruchs in ein neues Leben entwickelt. Sie können hier sehen, dass explizit genannt wurde, dass eine Beziehung zur verstorbenen Person aufrechterhalten wird, um eben einen gelingenden Trauerarbeit zu leisten, um den Trauerprozess gut abschließen zu können. Interessant ist an William Wordens Traueraufgabenmodell, dass dieses schon eher entwickelt wurde und er in den Jahren 1999 und 2004 auch Publikationen veröffentlicht hat, in denen diese Beziehungsgestaltung keine Rolle spielte und in der er sich eher an Freud orientiert hatte und davon ausging, dass die Ablösung der Beziehung und die Beendigung der Beziehung ein wesentliches Merkmal gelingenden Trauerns ist, weil den Hinterbleibenden nur auf diese Weise möglich ist, wieder neue Energie für die eigene Zukunft zu erhalten und sich auf neue Beziehungen im Leben einzulassen. In jüngster Vergangenheit, im Jahr 2017 sind zwei weitere Protagonistinnen der Trauerforschung mit Publikationen an die Öffentlichkeit gegangen. Chris Paul hat ein Kaleidoskop des Trauerns entwickelt. Sie geht eben davon aus, dass Trauern verschiedene Facetten hat, die alle ihre Berechtigung haben, die auch nicht unbedingt aufeinander folgen, die unterschiedlich lang oder kurz sein können. Und eine dieser Facetten, die Chris Paul entwickelt hat, ist eben explizit das Verbundenbleiben mit verstorbenen Personen.
Roland Kachler hat 2017 einen beziehungsorientierten Ansatz in der Trauerarbeit entwickelt. Er ist Therapeut und hat auch in seiner Praxis schon trauernde Menschen behandelt, hat sich dabei zunächst auch an den vorangegangenen Publikationen von William Worden und an den Erkenntnissen von Sigmund Freud orientiert und seinen Patienten und Patientinnen empfohlen, die Beziehung zu verstorbenen Personen zu beenden, um frei zu werden für neue Beziehungen. Dann starb aber der Sohn von Roland Kachler und ihm wurde deutlich, wie wichtig es eigentlich ist, Formen zu finden, mit den Verstorbenen in Beziehung zu bleiben und wie wichtig ihm persönlich das auch ist. Und daraufhin hat er auch seine Arbeit umgestellt und den beziehungsorientierten Ansatz in der Trauerarbeit weiter verfolgt und dann auch publiziert. Zwischen 1970 und 2014 gab es weiterhin einige Studien zu Trauerprozessen mit Witwen, mit Kindern und auch Erwachsenen. Und diese Studien belegen, dass die Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen für die meisten befragten Menschen eine sehr hohe Bedeutsamkeit hat. Was sagen Kinder konkret zu dieser Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen? Das wurde in zwei Studien besonders hervorgehoben. Einmal 1992 in der Harvard Child Bereavement Study. Da wurden Kinder und ihre überlebenden Elternteile nach dem Tod eines anderen Elternteils befragt. Und die meisten Kinder gaben an, dass sie eine Beziehung zum verstorbenen Elternteil aufrechterhalten, dass sie eine Beziehung für ihr heutiges Leben hat, dass sie eben die Beziehung besonders durch Erinnerungen und übernommene Verhaltensweisen pflegen und dass diese Form des Verbundenbleibens sich positiv auf ihren Trauerprozess auswirkt. 2014 wurde weiterhin eine Studie von der gemeinnützigen Einrichtung für Trauerbegleitung Winston Swish gemacht. Es wurden Kinder und Jugendliche, die in Winston Swish die Trauerbegleitung besuchen, befragt. Und dort sagt auch der überwiegende Teil der Kinder, dass der Erhalt einer Beziehung zur verstorbenen Person ein wesentlicher Faktor für ihr weiteres Leben ist. Und in der weiteren Betrachtung der Aussagen der Kinder und der Untersuchung ihrer Trauerprozesse wurde zudem deutlich, dass dies ein wesentlicher Resilienzfaktor für den weiteren Trauerprozess ist. Gleichwohl gibt es auch einige herausfordernde Aspekte, die ich an dieser Stelle nennen möchte, denn auch sie erfordern sensible Betrachtungen der Begleitung konkreter Kinder und Jugendlicher. In dieser Harvard Child Bereavement Study, die ich eben schon erwähnte, war es so, dass Kinder, die schon zu Lebzeiten eine negative Beziehung zum verstorbenen Elternteil hatten, auch eher eine negative Beziehung gestaltet haben nach dem Tod der verstorbenen Person. Es gab eher negative Dynamiken und auch negative Emotionen. Die Beziehungsgestaltung hat dann die Kinder eher belastet, als dass sie ihnen im Trauerprozess geholfen hat. 1996 gab es eine Studie von Norman und Tyson Rawson. Dort wurden Waisen und Halbwaisen befragt. Und einige Kinder berichteten dort, dass die inneren Bilder von Verstorbenen eine aufdringliche oder auch zerstörerische Qualität annehmen. Beispielsweise dadurch, dass eine stete Präsenz der verstorbenen Person im Kinderzimmer imaginiert wurde und das Kind dachte, es fühlte sich ständig von dieser verstorbenen Person beobachtet und kontrolliert und sich nicht mehr traute, so frei zu spielen, wie es das sonst gewohnt war. Bowlby ging noch darauf ein, dass es auch zu Fehllokalisationen, so hat er es genannt, verstorbener Personen kommen kann, wenn eine Beziehung aufrechterhalten wird. Was meint er damit?
Zum einen die Verortung von Verstorbenen in sich selbst, also sich selbst zu sehen wie die verstorbene Person und damit auch den Drang zu verspüren, das Leben derjenigen weiterzuführen und keine eigenen Zukunftsperspektiven mehr zu entwickeln. Oder auch die Lokalisation in Gegenständen oder Tieren in Form voller Identifikation, dass eben Kinder und Jugendliche davon ausgehen, dass der Teddybär die verstorbene Person ist und dann auch so mit ihr umgehen und handeln, mit ihr sprechen und sich so darauf fokussieren, dass kein Leben außerhalb dieser Beziehung mehr möglich ist. Es ist also wichtig, fortwährend zu reflektieren, wie die Chancen und Herausforderungen für die individuellen trauernden Kinder und Jugendlichen sind. Nun kommen wir zu einem weiteren wichtigen theoretischen Aspekt meiner Analyse in der Masterthesis. Es handelt sich um das Todeskonzept von Kindern im Vorschulaltern, denn dieses zu verstehen ist sehr wichtig, um auch passende Begleitangebote zu machen und zu schauen, ob beispielsweise die dargebotenen Bilder in Bilderbüchern für die Kinder passend sind. Die Entwicklung des Todeskonzepts ist höchst individuell und eng verknüpft mit der psychosozialen Entwicklung zum einen, weiterhin der kognitiven Entwicklung, der emotionalen Entwicklung und auch den individuellen Erfahrungen eines Kindes. Denn wenn ein Kind beispielsweise den Tod einer Bezugsperson schon erlebt hat, hat es einen ganz anderen Erfahrungshorizont als ein Kind, das dies noch nicht erlebt hat. Hier sehen Sie ein kleines Kind auf einem Schaukelpferd, was denkt also dieses Kind über den Tod? Zum einen denkt es, tot sein, das ist das Gleiche wie weg sein. Der Tod ist also umkehrbar und verstorbene Personen können jederzeit wiederkommen. Daher kommt es auch, dass Kinder im Vorschulalter sehr häufig nach Verstorbenen suchen und fest davon ausgehen, dass sie wiederkehren. Und daher kommt es auch, dass Kinder die Wörter aus diesem Themenspektrum häufig dafür nutzen, um sich Anforderungen zu entziehen oder auch ihre Bezugsperson in gewisser Weise zu manipulieren, ihnen zu sagen, dass sie ihrem Willen nicht nachkommen werden oder den Aufgaben, die sie bekommen haben. Ganz häufig sagen sie dann sowas wie, ich wünschte, du wärst gestorben oder ich bin schon tot, ich kann das jetzt nicht machen. Das sind typische Aussagen von Vorschulkindern. Weiterhin ist es so, dass Kinder im Vorschulalter anfangen, zwischen belebt und unbelebt zu unterscheiden und das auch zu erforschen. Kinder im Vorschulalter haben häufig einen großen Drang, todesbezogene Themen zu erforschen. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn sie mal einen Käfer aus Spaß töten und schauen, oh, jetzt ist er tot, er bewegt sich gar nicht mehr, liegt auf dem Rücken. Oder auch, wenn verstorbene Vögel beispielsweise im Garten liegen, mal zu schauen, reagiert der denn noch? Was kann man denn so mit dem machen? Das ist typisch für Kinder im Vorschulalter. Weiterhin ist für sie auch eng verknüpft mit diesem Forscherdrang der Tod ein sehr spannendes Spiel. Gerade Kinder im Vorschulalter spielen oft Krieg, Krankenhaus, Beerdigung, Sterben und wieder auferstehen und kommen so ihrer Lust am Forschen und am Entdecken von todesbezogenen Themen nach. Kinder im Vorschulalter gehen zudem ganz selbstverständlich davon aus, dass nur andere Menschen sterben, vor allem alte Menschen oder auch kranke Menschen. Deswegen sind sie häufig auch besonders erschüttert, wenn auf einmal Bezugspersonen oder Geschwister versterben, die eben in ihren Augen noch nicht so alt sind. Da brauchen sie häufig ganz sensible Begleitung, weil es eben nicht in ihr Weltbild passt. Und wovon sie zudem ausgehen ist, der Tod ist ein magisches Wesen. Für Vorschulkinder kommt der Tod immer von außen, ist quasi jemand anderes, der kommt und Menschen, die sterben müssen, holt.
Ganz oft sind es Hexen oder auch Geister oder sie stellen sich den typischen Sensemann vor, der die Verstorbenen holt. Die Krux dabei ist, dass die Kinder ganz häufig auch denken, sie könnten den Tod beeinflussen. So wie wir es hier sehen. Ich kann den Tod besiegen. Ich habe die Kraft, diese Todeshexe zu manipulieren und sie zu entfernen, sodass sie jemand anderes nicht in den Tod holen kann. Das hat auch etwas mit dem egozentrischen Weltbild des Vorschulkindes zu tun, welches denkt, es hat die Macht, die Welt zu verändern. Hier ist auch eine sehr sensible Begleitung erforderlich, denn natürlich kann ein Kind den Tod nicht besiegen und es werden trotzdem Menschen oder Tiere in seinem Umfeld sterben. Es ist dann wichtig, darauf zu achten, dass Kinder sich nicht die Schuld dafür geben und denken, sie haben etwas falsch gemacht, sodass die Person verstorben ist. Nun gehe ich auf Besonderheiten kindlicher Trauerprozesse ein. Kinder trauern in Trauerpfützen, das heißt, ihre Gefühlszustände, die zeigen sich sehr wechselhaft und können sich auch von einer Minute zur anderen ändern. Von Traurigkeit zu Freude und zu Wut. Ich hatte mal ein Kind hier einen Tag, nachdem sein Onkel gestorben war und es war zunächst sehr betrübt. Wir haben ein Bild gemalt, eine Kerze gestaltet und vom einen Moment auf den anderen sagt dieses Kind zu mir, Ann-Kathrin, ich hätte so gerne ein riesengroßes Eis. Ich fühle mich gerade so gut. Dann sind wir schnell zur Eisdiele gefahren, haben uns ein riesengroßes Eis geholt und daran wird so schön deutlich, wie die Kinder da auch gut für sich selbst sorgen können, was ihnen gut tut und eben in ihren Gefühlen auch wechselhaft sich anpassen zu können. Die Gefühle können dabei eben unterschiedlich intensiv und andauernd sein. Manchmal folgt eine lange Phase der Traurigkeit auf eine kurze Phase der Freude oder andersherum. Und es besteht kein Kausalzusammenhang zwischen Intensität der gezeigten Emotion und Intensität der Trauer. Das heißt, nur weil ein Kind immer nur ein wenig weint, ist es nicht so, dass die Trauer nicht doch tief in dem Kind sehr heftig ist. Bei Kindern hat das emotionale Gedächtnis für die Verarbeitung von Trauer eine besondere Bedeutung. Das heißt, Gefühle und Stimmungslagen, vor deren Hintergrund die Auseinandersetzung mit dem Tod stattfindet, zum Beispiel in der Familie. Wie ist die Stimmung in der Familie, wenn über Verstorbene gesprochen wird? Wie ist auch die Stimmung, wenn eine Todesnachricht überbracht wird? Wie ist die Stimmung bei der Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten? All das wird in Kindern gespeichert, so als Gefühlshintergrund, und es bildet auch die Grundlage für weitere Auseinandersetzungen mit dem Tod. Und Kinder verleihen ihrer Trauer eher im Verhalten oder im Spiel als in Worten Ausdruck. Häufig erspielen sich die Kinder ihre Themen, dann kann man sie gut dabei beobachten, was gerade bei ihnen dran ist. Manchmal ist bei Kindern zu beobachten, dass sie in schon überwundene Entwicklungsphasen zurücktreten, dass sie beispielsweise wieder einnässen oder ihr Schmusetuch ganz eng wieder brauchen. Häufig machen sie damit deutlich, bewusst oder in meisten Fällen auch unbewusst, ein Bedürfnis nach Versorgung durch Bezugsperson, das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit in dieser unsicheren Zeit durch Übergangsobjekte und die Sehnsucht nach den alten Zeiten und als heil empfundenen Zeiten, wo eben die verstorbene Person noch da war. Trauer äußert sich bei Kindern oft psychosomatisch, zum Beispiel auch durch Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schlafstörung, Konzentrationsstörung oder Schwindel, aber auch eine Vielfalt an weiteren Besonderheiten, die da bei Kindern auftreten können. Nun kommt ein dritter thematischer Teil.
meines theoretischen Teils. Das ist die Bedeutung von Bildlichkeit für kindliche Trauerprozesse, nachdem wir jetzt eben gehört haben, dass es bedeutsam für die meisten Kinder ist, eine Beziehung zu Verstorbenen aufrechtzuerhalten, nachdem wir gehört haben, was die Besonderheiten bei Kindern in ihrer Trauer sind, geht es nun darum, was können denn Bilder zur gelingenden Trauerverarbeitung bei Kindern beitragen? Grundsätzlich gilt dabei eben, Bilder haben eine hohe Relevanz für Kinder in der Verarbeitung ihrer Trauer. Als ein Beispielbild sehen Sie hier ein Bild, das in der Kinderkirche bei mir in der Kirchengemeinde entstanden ist. Dort haben wir uns damit beschäftigt, wie es denn wohl nach dem Tod im Himmel vielleicht sein mag. Dieses Bild ist eins, was dort entstanden ist. Aber verschiedene Bilder können dazu dienen, die Trauer gut zu verarbeiten und auch in Beziehung zu Verstorbenen zu bleiben. Hier sehen Sie die Himmelsparty auf Wolken mit Sonne und Luftballons und einer Milka-Schokolade. Ein Beispiel für ein gemaltes Bild. Es ist übrigens auf einer Overhead-Folie und wenn man es dann an das Fenster hält, sieht es aus, als wären diese Ereignisse tatsächlich im Himmel. Also es können gemalte, gedruckte und gebaute Bilder bei der Trauerverarbeitung helfen, aber auch Traumbilder. Vorstellungsbilder, die sind eng verknüpft mit Traumbildern. Sprachbilder, auch das ist ja etwas, worauf ich in meiner Thesis besonders eingegangen bin. Und alle möglichen weiteren Bilder, die man sich so vorstellen kann. Welche Bedeutung kann also die Bildlichkeit für kindliche Beziehungsgestaltung zu Verstorbenen haben? Besonders Vorschulkinder berichten von sehr real wirkenden Träumen und Vorstellungsbildern, Tagträumen oder auch sowas wie halluzinationähnlichen Erscheinungen, in denen sie Verstorbenen begegnen und davon auch berichten, als wären sie ihnen real begegnet. Und diese Bilder tun ihnen eben gut, um sich den Verstorbenen nahe zu fühlen. Esther Fischinger berichtet aus ihrer Arbeit mit trauernden Kindern, dass bildhaftes und auch symbolisches Einrichten eines Ortes, auch eines sicheren Ortes für die Verstorbenen, wo die Kinder eben diese Verstorbenen glücklich und sicher und geborgen wissen, dass ihnen das in ihrer Trauer hilft. Nach dem Tod von Bindungspersonen fühlen sich gerade jüngere Kinder in ihrem Selbst häufig erschüttert und ihnen hilft es dann, die Verstorbenen bildlich in gewisser Weise zu sichern, zu verorten und somit immer wieder auf sie zurückgreifen zu können und ein Stück ihres Selbsts, welches ja auch in diesem frühen Alter noch viel von Bindungspersonen abhängig ist, zu sichern und eben die Ressourcen dieser Bindung und all die positive Kraft, die sie daraus schöpfen können, zu bewahren. Kinder nutzen eben zum Ausdruck ihrer Trauer bildhafte und symbolhafte Kommunikationsformen und Angebote zum bildlichen Gestalten können die Ausdrucksmöglichkeiten von Kindern erweitern. Ein kleiner Einblick da hinein, was Kindern bei der Verortung Verstorbener wichtig ist. Es beruht vor allem auf einer Studie von Pleat. Der Ort soll besonders schön und sicher sein. Verstorbene sollen auch besucht werden können. Es soll warm und hell an diesem Ort sein. Verstorbene sollen nicht alleine sein. Verstorbene brauchen Häuser und Wohnungen zum Wohnen. Alle verstorbenen Menschen und Tiere sind glücklich miteinander und es herrscht Frieden. Die Ankunft neuer Verstorbener wird mit einem Fest gefeiert. Was ist Ihnen für das Wesen der Verstorbenen wichtig? Die Verstorbenen sind dort fröhlich und freudvoll, wobei manche Kinder auch betonen, dass es schon noch ein bisschen dauert, bis sie sich denn wirklich über das nach dem Tod freuen können und sie wirklich angekommen sind. Kinder nutzen häufig drei Darstellungsformen, um Verstorbene darzustellen. Zum einen rein abstrakt, zum Beispiel als geometrische Form, Dreiecke, Quadrate.
Oder als abstrahiert symbolisch, zum Beispiel in Form von Sternen, Herzen, Blitzen und Wolken. Oder auch gestalthaft personifiziert, zum Beispiel sind es dann Engel oder freundliche Gespenster. Nun kommen wir zu meinem Forschungsgegenstand, denn es handelt sich ja um Bilderbuchliteratur als Zugangsmedium für Kinder, um eine Beziehung zu Verstorbenen zu gestalten. Die vielen Ressourcen der Bildlichkeit kennen wir nun. Was macht es aber dann mit dem Medium Bilderbuch noch einmal ganz besonders? Bilderbücher geben durch ihre Geschichten Angebote zur Identifikation mit den Protagonisten in den Geschichten. Für Kinder ist es häufig sehr schön, dort andere Kinder kennenzulernen, die eine ähnliche Geschichte haben wie sie selbst und eben während des Verlaufs der Geschichte im Bilderbuch Lösungen und Umgang mit der Situation finden. Bilderbücher bieten Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Distanz, denn die Protagonisten erleben eben eine ähnliche Geschichte, aber nicht die gleiche Geschichte wie das Kind. Häufig werden auch Tierfiguren genutzt, die nochmal eine Distanzierung ermöglichen und gleichzeitig nah am Erleben des Kindes sind. Bilderbücher können Anregungen geben, eigene Gedanken und Vorstellungen und auch Ideen mitzuteilen, angeregt durch die Geschichten in den Bilderbüchern. Sie regen ebenso dazu an, die eigene Lebenssituation zu verarbeiten, vor allem wenn Ideen gegeben werden, was man denn in Trauer tun kann. Sie ermöglichen einen Austausch mit vorlesenden Bezugspersonen und die Erweiterung des eigenen Horizonts, wenn man sich gemeinsam mit Bezugspersonen über die Geschehnisse im Buch unterhält, aber sich auch darüber unterhält, was denn die Bezugspersonen darüber denken, was nach dem Tod geschieht, ist das für Kinder sehr fruchtbar. Bilderbücher ermöglichen selbstbestimmt eine Entscheidung für individuell relevante Themen zu treffen. Sie kennen das vielleicht, dass Sie Kindern immer wieder die gleiche Seite eines Buches vorlesen. Die Kinder sind eben in der Lage, selbstbestimmt zu schauen, welche Seite spricht mich gerade besonders an. Sie können vorblättern und zurückblättern. Sie können die Seite festhalten, die Worte festhalten durch Wiederholen. Es ermöglicht einen sehr flexiblen Einsatz. Anders als es zum Beispiel auch beim Medium Film ist. Sie können Worte für das eigene Erleben kennenlernen, wo Ihnen vielleicht noch Worte fehlen, weil diese Worte in den Büchern geschrieben sind. Und Bilderbücher greifen eben das magische Denken auf. Sie ermöglichen, ganz viele verschiedene Ideen zu entwickeln. Es sind oft ganz fantastische Dinge dabei, die in Bilderbüchern aufgegriffen werden. Und diese werden von Kindern mit ihrem magischen Denken sehr gerne angenommen. Ein kurzer Einblick noch in Besonderheiten und Herausforderungen der Nutzung von Bildern, die zu beachten sind. Trost- und Hoffnungsbilder und die Sehnsucht nach der verstorbenen Person können sich so miteinander verbinden, dass Kinder Todessehnsucht entwickeln. Wenn eben der Ort so schön ausgemalt wird und die verstorbene Person dort so glücklich ist und die Kinder eine so hohe und große Sehnsucht nach der verstorbenen Person haben, kann es sein, dass sie sagen, oh, da möchte ich auch lieber sein und dann eben ihre eigene Zukunft darunter vernachlässigen. Das ist sensibel zu betrachten. Bei Anregungen zur Gestaltung von Bildern durch Erwachsene muss immer sichergestellt sein, dass Kinder die Metaphern und Symbole auch verstehen. Wenn nämlich zum Beispiel das Kind die Metapher Himmel noch nicht verstehen kann, wird es sich vielleicht fragen, warum legen wir denn den toten Körper in die Erde und wie kommt er dann in den Himmel? Eine durchaus herausfordernde Vorstellung, auch für uns Erwachsene. Und gerade wenn Kinder bei dem Metapher- und Symbolverständnis noch nicht so weit sind, dass sie diese Metapher auch als solche verstehen können, kommen sie da in gedankliche Konflikte. Es ist eben wichtig, das zu überprüfen. Die Heilung von Verstorbenen und die Betonung, dass sie nun gesund seien und der Tod eine Erlösung war, kann bei Kindern auch als Verleugnung des Verlusts aufgefasst werden.
Und als Verleugnung dann gleichzeitig ihrer Trauer, dass sie diese nicht anerkannt wissen von ihren begleitenden Bezugspersonen. Bei der Vermittlung von religiösen Bildern haben Erwachsene eine große Verantwortung, denn diese werden noch lange Zeit bis etwa zum 12. Lebensjahr von Kindern unreflektiert übernommen. Und auch heute ist es noch manchmal so, dass religiöse Vorstellungen gleichsam indoktrinierend genutzt werden. Hier ist wichtig zu schauen, passen meine religiösen Vorstellungen zu denen des Kindes? Und hat das Kind auch den Freiraum, sich gegen eine bestimmte Art von religiöser Vorstellung zu entscheiden? Ein Zwischenfazit, bevor wir zum empirischen Teil kommen. Die Gestaltung einer Beziehung zu Verstorbenen kann ein wesentlicher Teil gelingender kindlicher Trauerarbeit sein. Das kindliche Todeskonzept und die kindlichen Trauerprozesse haben Besonderheiten, die in der Begleitung eines Kindes individuell immer zu berücksichtigen sind. Bilder in Bilderbüchern oder in anderen Formen können Kinder dabei unterstützen, eine Beziehung zu verstorbenen Personen zu gestalten und auch ihnen Trost zu spenden. Der Nutzen von Bildern ist immer abhängig vom individuellen Kind und seiner Geschichte. In der konkreten Begleitung gilt es, dies ständig zu reflektieren. Nun kommen wir zum empirischen Teil, wo ich eben konkrete Bilderbücher daraufhin untersucht habe, welche Bilder vom nachtodlichen Sein in ihnen dargestellt werden. In die Erhebung wurden die Texte von 18 mir zugänglichen Bilderbüchern einbezogen. Somit ist es keine Vollerhebung aller aktuell auf dem Buchmarkt verfügbaren Bücher, aber es ist ein wesentlicher Ausschnitt der aktuell verfügbaren Bilderbuchliteratur. Die Auswertung habe ich vorgenommen mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Meiring. Und die thematischen Kategorien, nach denen ich eben meine Ergebnisse geordnet habe, wurden anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesen Trauerprozessen, zu Bildlichkeit und ihre Bedeutung für kindliche Trauerprozesse gebildet und durch Phänomene aus den Bilderbüchern, die ich vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, ergänzt. Denn manche Dinge sind mir in den Bilderbüchern begegnet, die sowohl in der wissenschaftlichen Expertise noch gar nicht vertreten war, als auch mir selbst unbekannt waren und ja, mich auch überrascht haben. Es gab dann 5 Hauptanalysekategorien, nach denen ich schauen konnte. Das waren einmal übergeordnete Kriterien der Bilderbücher, die ich mir angeschaut habe. Dazu zählte einmal, dass ich geschaut habe, wie viele Möglichkeiten nachtodlichen Seins werden überhaupt in einem speziellen Bilderbuch dargestellt. Also ist es immer nur eine Möglichkeit oder werden auch verschiedene Alternativen genannt? Dann habe ich geschaut, werden diese als Wirklichkeit, also nach dem Motto, so ist es, oder als Möglichkeit, vielleicht ist es so oder so könnte es sein, dargestellt. Dann habe ich geschaut, wie die Orte nachtodlichen Seins beschrieben werden. Einmal, wie sie genannt werden, wie sie aussehen und ob andere da sind. Dann habe ich geschaut, was mit der Person des oder der Verstorbenen geschieht. Wie ist die äußerliche Erscheinung? Welche Gefühle werden benannt? Wie ist die Persönlichkeit der verstorbenen Person beschrieben? Und welche Fähigkeiten haben sie noch? Dann habe ich geschaut nach der Fortexistenz in Nachkommen oder auch auf atomarer Ebene. Zum Beispiel bei genetischen Aspekten, die Weitervererbung von Genen Verstorbener in ihre Nachkommen oder auch der Zerfall zu atomaren Stoffen wie Staub oder Erde. Und dann habe ich geschaut, welche Formen des Erinnerns werden denn in Bilderbüchern angeboten. Einmal geht es da um die Präsenz Verstorbener im Leben der Hinterbleibenden, also dass davon ausgegangen wird, dass diese Personen ohnehin immer da sind. Dann geht es um das Denken an Verstorbene, um das Erzählen von Verstorbenen, von gemeinsamen Erlebnissen oder auch das Erzählen von Geschichten, die die Verstorbenen immer erzählt haben.
Dann geht es um das Tun, um Erinnerungsstücke, die aufgehoben werden und um Orte des Erinnerns. Bei den übergeordneten Kriterien wurde mir deutlich, dass in der überwiegenden Anzahl der Bilderbücher mehrere Ideen nachtodlichen Seins vorgestellt werden. Und nur in 4 Büchern ist nur eine Möglichkeit nachtodlichen Seins dargestellt. Das ist einmal in 2 Büchern, die aus der Perspektive Verstorbener geschrieben sind. Und wenn die Bücher aus der Perspektive Verstorbener geschrieben sind und quasi an dem Ort des nahtodlichen Seins spielen, dann ist ja auch ausgeschlossen, dass es noch eine andere Möglichkeit gäbe. Und in 2 weiteren Büchern werden nur Erinnerungen als Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung und der Fortexistenz von Verstorbenen nach ihrem Tod dargestellt. Möglichkeiten des Erinnerns werden in fast allen Büchern sogar genannt, nämlich in 11. Und in 7 Büchern wird neben der Erinnerung nur auf eine weitere Möglichkeit nachtodlichen Seins eben für die Verstorbenen verwiesen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite das Erinnern für die Hinterbleibenden und auf der anderen Seite einen Ort mit einem Wesensmerkmal bestimmten Fähigkeiten Verstorbener und nicht dann verschiedene Möglichkeiten, was mit den Verstorbenen quasi geschieht. In 5 Bilderbüchern ist es so, dass ganz vielfältige Möglichkeiten nachtodlichen Seins von Himmel bis Hölle, sag ich mal, genannt werden. Dann einmal zu den Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen. In dem überwiegenden Teil oder in gut der Hälfte der Bilderbüchern werden Beschreibungen als Wirklichkeit dargestellt. Hier ein Zitat aus einem Bilderbuch, das zum Beispiel die Formulierung "Irgendeinmal werde er durch den langen Tunnel gehen". Es ist als Wirklichkeit dargestellt, dass dieser Tunnel existiert. In 8 Bilderbüchern werden beide Darstellungsformen miteinander verknüpft. Zum Beispiel, indem erst genannt wird, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die dann aber weiterhin auf eine fokussieren, die dann als Wirklichkeit angenommen werden. Oder andersrum, es wird zunächst davon gesprochen, dass es wirklich so ist und danach werden diese Vorstellungen quasi entkräftigt. Zum Beispiel in der Form, genau weiß ich es nicht, aber ich bin mir sicher, dort ist es sonnig und warm und meine Schmerzen sind wie weggezaubert. Für mich ist es das Land hinter den Träumen. In diesem Bilderbuch ist es dann auch so, dass vom Land hinter den Träumen als selbstverständlich existent ausgegangen wird. Nun ein kleiner Einblick in die Orte nachtodlichen Seins. Der Himmel wird in fast der Hälfte der Bilderbücher als Ort angegeben. Die Hölle dagegen wird nur in einem Buch genannt. In 8 Büchern werden, so habe ich es genannt, Andersorte bezeichnet. Das heißt, Orte, die sich gleichsam magisch ausgedacht wurden als existent für Verstorbene. Zum Beispiel das Land hinter den Träumen, aber auch zu Hause, mit dem ja viele Behaglichkeit verbinden, ewiges Ausruhen oder auch der lange Tunnel, von dem wir gerade schon gehört haben. Alle Orte werden, mit Ausnahme der Hölle, als fröhlich, freundlich und mit allem, was gebraucht wird, beschrieben, dass es den Verstorbenen eben an nichts mangelt. In vielen Bilderbüchern gibt es an den Orten nachtodlichen Seins Dinge, die es auch auf Erden gibt, und häufig werden sie auch den Verstorbenen so zugeordnet, wie sie sie zu Lebzeiten gebraucht haben oder gerne gemocht haben. In 3 Büchern sind andere Menschen da, 2-mal handelt es sich dabei explizit um Verwandte. Und in 4 weiteren Büchern sind göttliche oder transzendente Wesen da, so wie zum Beispiel Gott, Engel, Jesus oder auch der Teufel. Hier sehen Sie jetzt einen Ausschnitt aus einem Bilderbuch, wo man ganz schön den Himmel als Ort nachtodlichen Seins erkennen kann, der dort gezeichnet wird. Man sieht die aktuell verstorbene Oma Susi, die in den Himmel geflogen kommt.
Der vor längerer Zeit verstorbene Opa Otze ist auch schon da. Es gibt Freunde zum Kartenspielen, denn das haben die beiden zu Lebzeiten gerne getan. Und der Lieblingskuchen ist auch da. Ein weiterer Einblick in ein Bilderbuch ist von Lea Opa und das Himmelsklavier. Auch hier das Himmelsbild, schon im Titel genannt. Man sieht hier den Opa, der wie zu Lebzeiten Klavier im Himmel spielt. Und man sieht hier ein Himmelsklavier. Hier ist noch eine Besonderheit. Es handelt sich bei diesem Himmelsklavier gleichsam um einen transzendenten Gegenstand. Ein Klavier mit Flügeln. Ein Klavier gibt es auch auf Erden, aber ein Himmelsklavier mit Flügeln, das gibt es nur im Himmel. Wenn wir nun auf die Person der Verstorbenen schauen und deren äußerliche Erscheinung, ist es so, dass in den meisten Büchern das äußere Erscheinungsbild der Verstorbenen gleich bleibt. Manchmal werden die Verstorbenen aber auch mit Engelsflügeln versehen. Hier sieht man nochmal den Opa am Himmelsklavier. Er sieht noch genauso aus wie vorher. Hier sieht man eine verstorbene Mutter aus dem Buch Abschied von Mama. Sie sieht auch aus wie die Mutter vorher. Allerdings ist hier eine Besonderheit, dass die Mutter wieder Haare hat, die ihr vorher durch die Krebserkrankung ausgefallen waren und dass sie eben einen sehr gesunden Eindruck auch macht. Und hier sieht man ein verstorbenes Mädchen, Elise Wien, mit Flügeln aus dem Buch Der Besuch vom kleinen Tod. In zwei Büchern wird neben diesem Erhalt des äußeren Erscheinungsbildes davon ausgegangen, dass Verstorbene sich in einen Stern verwandeln. Und in einem Buch ist es so, dass nach der Beerdigung auf dem Grab eine Blume blüht, die die gleiche Farbe hat wie ein verstorbener Fisch. Hier sieht man es. Der Fisch war ein Goldfisch, ebenso orange wie die Blume. Die Möglichkeit der Wiedergeburt wird in einem Buch nur aufgegriffen. Wenn wir uns die Emotionen der verstorbenen Person anschauen, ist es so, dass in über der Hälfte der Bücher überhaupt Angaben dazu gemacht werden und dass die Verstorbenen als glücklich, fröhlich, gesund, friedlich und ruhig charakterisiert werden. Hier sieht man zum Beispiel den alten Dachs im langen Tunnel. Seinen Spazierstock braucht er nicht mehr. Er flitzt ganz schnell durch den Tunnel. Vorher war er verstorben, weil er schon so alt und krank und gebrechlich war. Ein Zitat aus diesem Buch: Seine Beine trugen ihn kräftig und sicher den Tunnel entgegen. Er brauchte keinen Spazierstock mehr, also ließ er ihn liegen. Zu den Persönlichkeitsmerkmalen Verstorbener. In vier Bilderbüchern ist es so, dass die Verstorbenen ihre Hobbys und Vorlieben beibehalten. Das hat man eben schon beim Kartenspiel gesehen. Aber auch in einigen Zitaten wird es deutlich, zum Beispiel als die Tiere den verstorbenen Fisch in einem Bilderbuch begraben, von dem wir eben auch die Blume sahen. Hund gräbt ein kleines Loch in die Erde, in das sie Fisch hineinlegen können. Eigentlich mag Fisch keine Erde, sagt Katze leise. Fisch liebt das Wasser. Oder hier noch einmal bildlich dargestellt, der verstorbene Hund Frieda nach dem Tod mit dem Lieblingsknochen. Wenn wir uns nun die Fähigkeiten Verstorbener anschauen, ist es so, dass in fünf Bilderbüchern die Verstorbene irdische Fähigkeiten und Körperfunktionen behalten. Sie spielen, musizieren, lachen, feiern, essen, trinken, tanzen, backen und sprechen miteinander. Sie schwitzen und frieren. Und in sieben Bilderbüchern ist es aber auch so, dass Verstorbene transzendente, so habe ich es genannt, Fähigkeiten hinzugewinnen. Sie können zum Beispiel auf Himmelsgestirn sitzen, spazieren, reisen oder als Stern absichtlich funkeln oder leuchten, das Himmelsklavier spielen, was ich eben schon nannte, Sterne zum Tanzen bringen oder auch den Mond essen. In 10 Büchern werden auch Fähigkeiten beschrieben, die quasi irdisches und nachtodliches Sein miteinander verbinden.
zum Beispiel das irdische Leben beobachten, was die Kinder und Enkelkinder auf der Erde tun, Botschaften aus dem irdischen Leben bekommen, wie Luftballons mit Grüßen oder dass man ihnen winken kann. Sie können auch in manchen Büchern aktiv das irdische Leben beeinflussen, zum Beispiel durch Beschützen, absichtliches Leuchten oder Wetterphänomene. Nun kommen wir zur Fortexistenz auf atomarer Ebene oder auch in Nachkommen. In zwei Bilderbüchern wird davon ausgegangen, dass Verstorbene auf atomarer Ebene weiter existieren können. Hier ein Zitat dazu. Nein, den alten Otto werdet ihr bitte schön in die Erde legen, sagt er. Dann kann er dort langsam zur Erde werden wie das Gras, weißt du? Und in einem Bilderbuch wird von einem Weiterleben in Nachkommen berichtet. Ich bin selbst Papa. Zumindest ein kleines Stück. Für immer. Die Verankerung in der Erinnerung war dann noch ein wesentlicher Aspekt, der in sehr vielen Bilderbüchern aufgegriffen wurde. Da gab es verschiedene Formen der Erinnerung, die ich eben schon einmal angerissen hatte. Zum Beispiel das Erinnerungsdenken. Das heißt, an Verstorbene denken oder ihnen gedanklich Botschaften schicken können. Das Erinnerungserzählen. Das Erzählen von Erinnerungen an Verstorbene, das Erzählen von Geschichten von Verstorbenen oder auch von Geschichten, die Verstorbene immer erzählt haben. Die Erinnerungstätigkeiten. Das ist es, etwas zu tun, um sich zu erinnern an die Verstorbenen. Meinetwegen einen Kuchen backen, den die Oma immer gebacken hat. Erinnerungsstücke aufbewahren oder gestalten, um sich an Verstorbene zu erinnern. Oder auch sich Erinnerungsorte schaffen, also Orte aufsuchen oder gestalten, um sich zu erinnern. Um auch der Verstorbenen zu gedenken. Ein Grab kann das beispielsweise sein. Eine Sonderform, die ich noch erkannt habe, ist die Verankerung in Hinterbleibenden, zum Beispiel im Herzen. Deswegen habe ich das hier auch als Herz noch einmal dargestellt. Da ist ein Zitat zum Beispiel, Papa sagt, wir haben sie in unserem Herzen. Und in unseren Gedanken immer bei uns. Es geht hier um eine verstorbene Schwester. Oder, weißt du, Olga, sagt sie nach einer Weile, mit Otto ist das wie mit den Zahlen. Er ist einfach in uns drin und hört niemals auf. Die Verankerung in Hinterbleibenden meint also, dass die Hinterbleibenden die Verstorbenen in sich tragen, in welcher Form auch immer sie sich das vorstellen. Nun kommen wir zum Schluss der Präsentation. Ein Fazit aus meiner Analyse und aus den vielfältigen Perspektiven, die ich Ihnen heute darstellen konnte. Bilderbücher können für Kinder im Vorschulalter ein passendes Angebot sein, um sie bei der Gestaltung einer Beziehung zu Verstorbenen zu inspirieren. In aktueller Bilderbuchliteratur wird eine Vielzahl an Ideen der Verortung Verstorbener gegeben, die sich vor allem nach folgenden Kriterien einordnen lassen. Man kann schauen nach dem Ort des nachtodlichen Seins, wenn man ein Bilderbuch auswählt, danach, was mit der Person des oder der Verstorbenen geschieht, ob von einer Fortexistenz in Nachkommen oder auf atomarer Ebene ausgegangen wird und ob es Angebote des Erinnerns gibt. Kinder und begleitende Erwachsene können eben bei der Auswahl eines Bilderbuchs die individuell passende Gestaltung auswählen und auch finden und sich an diesen Kriterien orientieren. Entscheidend sind dabei immer die individuellen Bedürfnisse des trauernden Kindes. Und einem individuellen Kind möchte ich auch die Schlussworte meines Vortrages überlassen. Nina, vielleicht schaust du auch zu. Ich grüße dich ganz herzlich. Ganz sicher weiß ich, dass du diesen Film sehen wirst. Und genau, ich freue mich, dass ich mit dir unterwegs bin und dass wir immer so schön zusammen spielen können und dass du mich auch immer daran teilhaben lässt, wie du denkst, dass du mir auch die Welt erklärst.
Und mit diesen Worten Ninas endet mein Vortrag. Ich sage an dieser Stelle schon Tschüss und freue mich auf die Diskussionsrunde. Mit meiner kleinen 6-jährigen Freundin Nina sitze ich auf der Rückbank im Auto. Es ist bereits dunkel und wir spielen Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir sehen Jacken, Mützen, Schmuckstücke. Dann sagt Nina, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist im Himmel. Ich rate, Sterne? Nein, ganz falsch, sagt sie überzeugt zurück. Wolken, frage ich. Auch ganz falsch, ist Ninas Antwort. Ah, der Mond, sage ich. Diese Antwort hatte ich extra etwas zurückgehalten, denn ich gehe davon aus, dass sie ihn meint. Der Mond strahlt nämlich hell durch das Autofenster. Etwas überrascht bin ich schon, als sie dann sagt, ganz falsch. Okay, ich denke anders und frage, Gott? Nein, kommt es überzeugt zurück. Mein Opa, der passt jetzt von oben auf uns auf. Ich antworte ihr, ja, das glaube ich auch. Und meine Mama. Nina ist nun zufrieden. Ja, sagt sie, alles richtig.
Ja, herzlich willkommen zu Herzblut wird digital. Ich begrüße euch alle, die zuschauen. Ich glaube, es sind gerade an die 30 oder sogar mehr. Wir haben jetzt gerade alle die Diskussion von Ann-Kathrin Scholten gehört und würden jetzt mit den Fragen beginnen. Es sind einige Fragen im Chat und einige über Mail gekommen. Ich würde aber anfangen und euch alle drei dazu einladen, euch einmal vorzustellen. Möchte die Autorin beginnen? Ja, mein Name ist Ann-Kathrin Scholten. Ich habe im Bachelor und Master Heilpädagogik an der Kato studiert, habe eben mit dem Thema, was eben auch Thema des Vortrags war, mein Studium abgeschlossen und arbeite jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kato. Herr Grebing, wollen Sie fortfahren? Wenn ich keine andere Chance habe, fahre ich fort. Ja. Ja, ich bin Heinrich Grebing, lehre seit vielen Jahren allgemeine und spezielle Heilpädagogik in Münster an der Katholischen Hochschule und hatte die Freude und das Vergnügen, die Arbeit von Ann-Kathrin Scholten als Erstleser zu begleiten. Dankeschön. Und Mechthild? Ja, ich bin Mechthild Schröder-Opieper, hab Husten, komme aus Gelsenkirchen, bin Gründerin der Familientrauerarbeit und von der Ann-Kathrin eingeladen worden, heute hier mit im Chat dabei zu sein, Fragen zu beantworten. Ich habe ein Institut in Gelsenkirchen, wo ich mit meinen Mitarbeiterinnen, die alle aus dem pädagogischen Bereich kommen, Männer und Frauen, Trauerbegleitung mache vor dem Sterben, akut oder in der Zeit danach. Wir arbeiten mit Familien, wo junge Eltern versterben oder wo Kinder versterben oder Geschwister versterben. Und das mache ich das halbe Jahr und das andere halbe Jahr bin ich unterwegs und gebe Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Belgien zum Thema Trauerbegleitung in Familien. Genau. Und ich schreibe Bücher und bin auch als Autorin unterwegs. Und es kommt mein erstes Bilderbuch raus im August. Da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Sehr schön. Das heißt, für alle im Chat, die gerade gespannt zuhören, ihr könnt auch Fragen stellen persönlich an die jeweiligen Menschen, die ihr hier jetzt auf dem Bild seht. Eine erste Frage, die gestellt worden ist, man hört ja immer mal wieder, dass der Tod aus der Gesellschaft gedrängt wird. Mich würde interessieren, ob dies wirklich der Fall ist und wenn ja, welche Auswirkungen das hat. Mechthild, vielleicht du arbeitest speziell in dem Bereich, hast also sehr viel damit zu tun und erlebst es wahrscheinlich eher nicht, dass das rausgedrängt wird? Oder würdest du in deinem Umfeld sagen, dass der Tod auch aus der Gesellschaft gedrängt wird? In meinem Umfeld bekommt man mehr mit von Tod, Sterben und Trauer, weil die Leute ja zu uns hinkommen, weil die einfach Hilfe haben wollen. Und ich auch in dieser Szene bin, ja, wo ich mit ganz vielen Trauerbegleitern, Sterbebegleitern unterwegs bin. Ich glaube auch, dass nicht der Tod aus dem Leben gebracht wird. Ich glaube, dass die Trauer aus dem Leben gebracht wird. Das ist ein Unterschied. Genauso wie es Scheidung gibt. Die Scheidung ist da. Man sagt, das ist heute schon normal. 45% der Ehen werden geschieden. Keiner guckt sich die Trauer dabei an. Und von daher glaube ich einfach, es ist uns verloren gegangen durch unsere Vorgeschichte. Die Qualität der Trauer zu sehen, eine Begabung, die uns angeboren worden ist. Wir brauchen die Trauer, um gesund überleben zu können und haben ganz viele Sachen davon verloren und vergessen. Danke. Genau. Ja, das ist ein schöner Punkt. Ann-Kathrin, du hattest, ich weiß nicht, an welchem Punkt hattest du den ersten Kontakt mit diesen Themen, was letztendlich auch zu deiner Masterthesis geführt hat? Den ersten Kontakt, also irgendwie bin ich schon ein bisschen auch in das Thema hereingewachsen. Also mich hat es immer schon interessiert und in gewisser Weise auch fasziniert. Ich hatte mit 11 Jahren auch schon irgendwie immer das Interesse zu wissen, zum Beispiel, wer meine leibliche Oma war, weil ich sie nie kennengelernt habe. Sie ist halt vor 53 Jahren schon gestorben. Und dann nochmal explizit mit dem Thema beschäftigt, habe ich mich dann, nachdem meine Mutter gestorben ist, als ich 18 war. Das war nochmal irgendwie so ein Punkt, wo diese Themen auch viel präsenter wurden. Und dann hatte ich irgendwie immer so offene Augen und Ohren dafür. Und auch so in der Kirchengemeinde ist es mir immer
wichtig für das Thema, offen zu sein, und irgendwie gibt es gar nicht so einen richtigen Startpunkt. Also würdest du auf die Frage bezogen auch sagen, dass sich der Blick und das Bewusstsein darüber, wo es in der Gesellschaft zur Sprache kommt, schon gewandelt hat, eben weil du einen Blick darauf hattest auch? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so beurteilen sollte, gesellschaftlich. Also ich erlebe sowohl das eine als auch das andere. Also ich habe auch schon mal ein Kind begleitet, das mir gesagt hat, einem Tag nach dem Tod des Onkels, oh, ich war jetzt das erste Mal im Hospiz in seinem Zimmer, als er schon tot war, und das will ich auch nie wieder erleben. Also da habe ich so eine große Unsicherheit dann auch im Nachhinein noch erlebt. Aber ja, ich versuche es immer in den Blick zu nehmen, wo es geht, und dafür zu sensibilisieren. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, und mir gegenüber wird es dann auch eher nicht verdrängt, habe ich nicht so den Eindruck. Ja. Erleben Sie das ähnlich, Herr Grebing? Ja, ich erlebe es relativ differenziert. Also ich, auf die erste Frage würde ich antworten, oder werde ich antworten, und da würde ich der Kollegin zustimmen, dass nicht der Tod verdrängt wird, sondern die Auseinandersetzung mit dem Tod aus der Gesellschaft in den letzten 100, 120 Jahren verdrängt worden ist. Wir erleben den Tod überall. Ich muss die Zeitung nur aufschlagen, ich muss das Fernsehen anmachen, ich muss ins Netz gehen. Ich habe jede Menge Krimis und Serien, und Tote werden mich, werde ich zugekübelt über die Medien. Aber das ist keine Auseinandersetzung mit Tod. Die Auseinandersetzung mit Tod beginnt dann tatsächlich, wenn sie mich persönlich angeht und wenn ich mich auseinandersetzen muss mit der Trauerphase, mit den Trauerphasen, mit den Themen, die damit einhergehen. Das Ganze ist natürlich auch gesellschaftlich so ein bisschen sanktioniert beziehungsweise auch gemaßregelt. Man muss einen bestimmten Ablauf einhalten. Jetzt in den Corona-Zeiten zum Beispiel haben wir so kleine Beerdigungen, vor allem große Beerdigungen. Ne? Das ist alles wunderbar geregelt. Auf der anderen Seite hemmt das möglicherweise aber tatsächlich mich oder die Mitglieder der Gesellschaft daran, sich wirklich intensiv auseinanderzusetzen mit Tod- und Sterbeprozessen. Wenn ich jetzt antworten würde, was so mein Zugang zu diesem Thema ist, tatsächlich eine meiner ersten bewussten Erinnerungen als Kind, als Dreijähriger, war der Tod meines Großvaters, meines zweiten Großvaters. Der erste ist vor vielen, vielen Jahren vorher gestorben. Und das war so eine erste Erinnerung an ihn, also A, von ihm mal was bekommen zu haben und B, dann wenige Wochen später zu erfahren, dass er verstorben ist. Also da gibt es eine sehr, sehr intensive Nähe zu dieser Thematik. Ich glaube nicht, dass es ausreicht, diese Subjektorientierung, diese individuelle Qualität, die wir haben, zu nehmen und sagen, jo, ich habe eine Erfahrung mit dem Tod und dementsprechend wird sich schon was ändern in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ein großer, längerfristiger Prozess, der auch damit beginnen muss, dass Tod nicht plakativ, nicht über Videos, nicht über Death Metal, nicht über, nichts gegen Death Metal, um Gottes Willen, nicht als Marketinginstrument irgendwie benutzt wird, bei James Bond oder bei irgendwelchen Filmchen oder Krimis oder in der Zeitung oder in den politischen Statements, die man so all over hört, sondern dass man sich tatsächlich individuell mit all den Schattierungen, die Trauerprozesse und die eine Auseinandersetzung mit Tod und Sterben und allem, was danach und davor kommt, eigentlich ausmacht. Dankeschön. Da sind wir schon ein bisschen in das persönliche Thema gedriftet, wie wir den Tod gerade so sehen. Ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, wenn wir uns jetzt mit dem Thema auseinandersetzen. Wie gehen Sie alle persönlich mit dem Tod um? Wir haben ja im Vortrag schon gehört, dass es in den Bilderbüchern auch schon sehr differenziert ist, dass unterschiedliche Herangehensweisen genutzt werden, ob das jetzt symbolisch ein Himmel ist oder irgendein Wunschort, den sich Kinder dann kreieren. Wie tun Sie das heute, Ann-Kathrin? Ja, also ich denke schon, dass zum Beispiel meine Mama irgendwie da ist. Und ja, es irgendwie auch eine, eine Raumzeitstruktur vielleicht gibt. Irgendwie, ich fühle sie auch manchmal so ganz intensiv. Heute Morgen war ich zum Beispiel noch auf dem Friedhof und habe ihr dann so von dem Vortrag auch erzählt und habe so gesagt, naja, Mama, schade, dass du nicht da bist. Dann hatte ich irgendwie so direkt den Satz im Kopf, na, denkst du, ich kann nicht YouTube? Und ja, es ist schon so ein intensives Gefühl von, sie ist irgendwie da, aber ich könnte jetzt auch gerade spontan nicht, ja, so ein plastisches Bild zeichnen. Mhm. Genau. Aber es ist schon auch wichtig, das irgendwie ja immer mitzunehmen und auch
ja, ruhig öffentlich mitzunehmen. Glaubst du an ein Leben danach? Ja. Okay. Mechthild? Ich glaube auch, das, was danach kommt, das wünsche ich mir ja einfach auch. Ich kann das gut aushalten, wenn andere Leute sagen, sie glauben, da kommt gar nichts oder sie werden wiedergeboren oder so. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir alle einzigartig sind und dass wir da hinkommen, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, dass wir gut auf die Welt gekommen sind und dass wir da, wo wir hinkommen, auch wieder gut sein werden, dass es gut sein wird. Das wünsche ich mir einfach. Und ja, war das schon? Ging die Frage noch weiter? Jetzt muss ich mal eben. An sich ist die Frage so beantwortet, glaube ich. Es ist ja auch eine sehr tiefgehende Frage und wahrscheinlich könnte man damit an sich Stunden füllen. Herr Grebing, ich denke, es hat sicherlich auch viel was mit Erziehung zu tun. Ja, ich bin im Grunde im katholischen Haus groß geworden und da war das gar keine Frage. Und ich denke manchmal auch, ich bin sehr regelmäßig zur Kirche gegangen und man wiederholt auch immer wieder Dinge, ich glaube daran und so weiter. Man verinnerlicht sicherlich auch ganz viele Sachen und ich fürchte den Tod nicht. Ich fürchte eher, wie ich vielleicht mal sterben werde. Aber das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich da tatsächlich auch so ein Urvertrauen mitbekommen habe. So wie Sie das vorhin gesagt haben, ich war auch 3, als mein Opa gestorben ist und ich habe das in einer Gelassenheit mitbekommen, in einer Ruhe zu Hause mitbekommen. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die dazu führen, so ein Urvertrauen überhaupt, was sich aus ganz vielen verschiedenen Sachen zusammensetzt, mit aufzubauen. Und da gehört der Himmel als eine Sicherheit dazu, dieses Ich kann nicht verloren gehen. Das passt hervorragend als Überleitung zu einer Frage, die auch im Chat gestellt worden ist. Und zwar, mich würde interessieren, ob viele der Bücher aus einer Art religiösen Sicht auf das Thema Tod blicken oder dies eher offen gehalten wird. Das war ja auch die dritte These, die dann bei der Vorstellung ganz klein nur gezeigt worden ist, wo du im Vortrag nicht drauf eingehen wolltest. Aber vielleicht, wenn jetzt die Frage gekommen ist, möchtest du dazu noch was sagen, Ann-Kathrin? Ja, gerne. Also das Himmelsbild ist tatsächlich ein häufig genutztes Bild. Es gibt vereinzelt auch Aussagen zur Wiedergeburt zum Beispiel, auch zur Hölle in einem Buch. Tatsächlich ist es häufig so wahrzunehmen, dass es so ein bisschen wie so eine verdünnte Religiosität ist, also dass sich verschiedener Bilder bedient wird in den Büchern, die auch durchaus sich anlehnen lassen an zum Beispiel christliche Traditionen oder auch an Traditionen aus dem Islam. Das aber deutlich seltener auf dem aktuellen Buchmarkt. Allerdings so christliche Bilder sind häufiger da und dann häufig auch Himmel oder Gott und Jesus sind da. Und es gibt auch so spezielle Bilderbücher, die nochmal den christlichen Glauben aufgreifen. Davon hatte ich auch eins dabei, genau. Wie unterscheiden die sich dann zu denen, die nicht religiös sind und welche Auswirkungen hat das auf die Kinder? Ja, also sie unterscheiden sich zum Beispiel darin, dass in dem Vortrag hat ja auch den Ausschnitt aus dem einen Buch, wo der Himmel dargestellt ist, wo dann die Oma Susi in den Himmel geflogen kommt, wo der Opa Otze schon dort ist und den großen Kuchen isst. Es ist dann so ein sehr plastisches Himmelsbild auch gewesen. Und dann gab es zum Beispiel ein Buch, das hatte ich auch im Vortrag aufgenommen. Und da wurde der Fisch nachher beerdigt und aus dem Grab ist eine Blume gewachsen. Es war aber jetzt keine Aussage dazu darin, was mit dem Fisch, also ob es eine Existenz als Fisch im Nachhinein gibt, ob es so etwas wie einen Himmel gibt. Genau, darin unterscheiden sich die Bücher und auch in ganz vielfältiger Weise. Danke. Herr Grebing, aus Sicht eines Heilpädagogen, wie würden Sie einem Kind den Tod erklären? Nicht anders als aus der Sicht eines Nicht-Heilpädagogen, glaube ich. Wenn ich mich mit Todeskonzepten und mit dem Tod auseinandersetze, und die Frage steht ja auch im Raum, muss ich mich auch mit meiner eigenen Idee von Tod und Sterben beschäftigen? Und die wird natürlich einfließen in meine Worte, die ich am Kind sage, wie ich den Tod erklären müsste.
Und ich glaube, es ist in allen Religionen der Welt und in den Menschen eine tief verwurzelte Sehnsucht der Auseinandersetzung und des Hoffens darauf, dass es irgendwie weitergeht. Ich glaube, das ist kein Zufall. Jetzt kann man sagen, das sind irgendwelche neuronalen Konstrukte, das sind irgendwelche gesellschaftlichen, historisch gewachsenen Bilder. Es ist aber, glaube ich, kein Zufall, dass in fast allen Strukturen und Generationen der Welt Menschen sich mit dem Leben nach dem Tod in welchen Facetten auch immer auseinandergesetzt haben. Und ich hoffe, und das wäre eine Antwort, eine Teilantwort auf die Frage des Kindes, ist auch die Frage, wie alt das Kind ist. Einem Dreijährigen würde ich eine andere Antwort geben als einem Sechsjährigen oder einem Elfjährigen. Natürlich, es wäre eine Antwort darauf, dass irgendetwas uns tragen wird, dass wir eine Sehnsucht haben nach etwas, was uns durch das Leben und auch nach dem Leben weiter tragen wird und dass ich die Hoffnung habe, dass es dieses etwas gibt, dass es dieses Numinose, diese Frage, diese Wirklichkeit nach der Wirklichkeit gibt, von der ich allerdings keinen Begriff habe. Ich habe nicht mal ein Verständnis, ich habe nicht mal ein Wort. Und die Wörter, die wir haben, die da Ewigkeit oder Gott oder Paradies oder Universum oder Wiedergeburt oder was auch immer, Karma, nee, heißen, all das trifft es ja nur im Geringen. Das heißt, ich muss versuchen, diesem Kind deutlich zu machen, dass es, jetzt wäre ich fast schon wieder bei Woody Allen, und das klingt jetzt witziger, als es ist, dass es vielleicht gar nicht so zentral ist, wie das Leben nach dem Tod aussieht, sondern wie das Leben vor dem Tod aussieht. Das heißt, dass ich mich in der Auseinandersetzung mit den Begrenzungen meines Lebens, und da ist der Tod die letzte Grenze, die ich eigentlich haben muss, immer mal wieder auseinandersetzen muss. Und das finde ich auch das Schöne an der Arbeit von Frau Scholten, dass sie quasi sich mit Grenzerfahrung, mit Begrenzungen, mit dem Überschreiten von Grenzen, sowohl wissenschaftlich, da kommen wir vielleicht noch zu, aber vor allem auch in Bezug auf die Arbeit mit Kindern, mit Bilderbüchern, da auseinandergesetzt hat. Also ich würde dem Kind sagen, nehmen wir mal, es wäre so ein 7-8-jähriges Kind, würde ich sagen, rechne damit, dass du in deinem Leben an ganz viele Grenzen kommst und dass der Tod vielleicht eine Grenze ist, die du als Letzte überschreiten wirst. Was nach dieser Grenze kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es nach dieser Grenze etwas gibt. Wenn Sie mich als Christ fragen, gibt es nach dieser Grenze ein Aufgehobensein in Gott, ein Urvertrauen, eine Ewigkeit, ein Freisein, ein letztes Freisein. Wenn Sie mich als Wissenschaftler fragen, würde ich sagen, es hat, und das Kind fragt mich wahrscheinlich nicht als Wissenschaftler, es hat sicherlich dahinter irgendetwas, was uns auffängt, etwas, was uns nicht ins Unendliche fallen lässt, sondern wo wir als Person, als Persönlichkeit eingehen in etwas, was wir wirklich nicht fassen können. Dazu reicht auch weder mein christlicher Glaube noch mein wissenschaftlicher Verstand, der letzte schon mal gar nicht, aus, um zum guten Schluss zu verstehen, was das eigentlich ist. Aber ich vertraue darauf und ich hoffe darauf und ich werde versuchen, mein Leben auch so auszurichten, dass das bis zu diesem letzten Atemzug gelingen kann. Und auch das würde ich diesem 6- oder 8-jährigen Kind sagen. Danke. In dem Vortrag wurde ja auch gesagt, dass Kinder sich typischerweise mit dem Tod früher oder später auseinandersetzen, egal ob sie persönliche Berührungspunkte haben oder nicht. Es wurde von einem Beispiel gesprochen, dass Kinder gerne damit experimentieren und zum Beispiel aus Spaß einen Käfer umbringen. Wie sollte man darauf reagieren, Ann-Kathrin? Ja, was heißt, wie sollte man darauf reagieren? Ich glaube, eine pauschale Antwort gibt es gar nicht. Also es ist halt eine Balance dann zwischen natürlich auch zum Beispiel das Leben dieses Käfers zu schützen, auch den Wert auf Leben oder ja, den Wert auf Leben allgemein von Menschen und Tieren und gleichzeitig aber auch den Raum zum Experimentieren zu geben und auch zu schauen, gibt es da andere Formen des Experimentierens und auch ja, diese Aussagen zum Beispiel von ich wünschte, du wärst gestorben, die mir im Kindergarten auch regelmäßig begegnet sind, aufzunehmen und auch noch einmal zu thematisieren und zu sagen, ja, ich glaube, du wünschtest, ich wäre jetzt weg und das aber auch als Aufhänger zu nehmen, um über den Tod zu sprechen. Ja, ja. Ich kann da vielleicht noch was ergänzen. Ja, gerne. Ja, Kinder oder Jugendliche, eigentlich begreife ich erst als Jugendlicher wirklich, was der Tod bedeutet. Das hat was mit der Hirnreife zu tun, nicht mit Intelligenz. Und ein 10-jähriges Kind, das ich frage, wenn jemand gestorben ist, kommt er wieder, das wird sagen, nein, aber das hat es auswendig gelernt. Und dieses Begreifen und Verstehen und auf Erfahrung zurückgreifen, das kommt ungefähr mit der Pubertät. Das heißt, wenn Kinder eben sagen, du sollst tot sein, meine ich damit, du sollst weg sein, weil tot sein ist weg sein. Und ja, du bist tot für immer und ewig, das ist vielleicht bis Weihnachten.
diese Zeiträume sind ja ganz begrenzt und diese Erfahrung, was ist immer und ewig, wenn die 6 Jahre gelebt haben, blicken die auf 6 Jahre zurück, wo sie sich aber nicht an 6 Jahre erinnern können. Und von daher, ja, stimme ich da der Ann-Kathrin auch zu, dieses Erklären, Sterben und Wegsein ist ein Unterschied und den Wert des Lebens einfach erklären. Genau. Ja. Ich würde es noch ergänzen wollen, um den Faktor des Moralisierens und des hoffentlich Nicht-Moralisierens. Ja. Das heißt, wenn ein Kind in der Phase sich mit Käfern auseinandersetzt und Käfer tötet oder von mir aus auch irgendwelche anderen kleineren Tiere, dann ist das erstmal nichts, im Regelfall nichts Böses, sondern dann ist das ein Erforschen von Funktionen, von Dingen, von irgendetwas und möglicherweise ein Zutritt in diese Szene, dass das, was ich da auseinandergenommen habe, plötzlich nicht mehr lebt. Aber ein Zugang zu einer weiteren Sichtweise kann entwicklungspsychologisches Kind, das hatten Sie gerade schon gesagt, erst viel, viel später stattfinden. Und ich sollte jetzt die Finger davon lassen, zu sagen, das tut man aber nicht, das macht man aber nicht, weil dann bist du böse, weil. Weil in dem Moment kriegt die Auseinandersetzung A, mit diesem Spielcharakter und B, natürlich auch mit der Hinterbühne des dann möglicherweise gestorbenen Tieres sofort was Moralinsaures. Und dann kriegt Tod und Sterben sofort so einen Anstrich von, das tut man nicht, darüber redet man nicht, das macht man nicht, das gehört irgendwie in die letzte Ecke gedrängt und damit auch verdrängt. Und schon bin ich bei der ersten Frage, die wir eben hatten, warum verdrängen Tod aus dem Leben oder das Bewusstsein für Trauerprozesse und Auseinandersetzungsprozesse, das fängt dann schon möglicherweise sehr unbewusst, sehr unüberlegt, sehr frühzeitig möglicherweise an, anstatt zu sagen, jetzt lass uns doch mal überlegen, was ist jetzt mit dem Käfer, ne? Und was ist da passiert und so, und gucken uns das mal an und wird sich das möglicherweise ergeben und was auch immer. Auch das wäre nochmal eine Antwort auf die Frage, was sage ich einem 6- oder 8-Jährigen, der sich damit auseinandersetzt. Ich werde ihm auf jeden Fall nicht sagen, das macht man nicht. Ne? Mhm. Sondern das ist auch ein Zugang zur Welt und das ist auch ein Zugang zu Sterbeprozessen. Der 6- oder 8-Jährige wird wahrscheinlich nicht seinen eigenen Hund aufschlitzen, um zu gucken, wie der aussieht, sondern er wird sich dann vielleicht doch irgendwie erstmal mit dem Käfer auseinandersetzen möglicherweise. Oder wenn er irgendwie einen toten Vogel oder einen toten Igel irgendwo findet, eine Frage stellen, was passiert da eigentlich. Ja, und das kann ich dann tatsächlich auch begleiten, indem ich das ganze Umfeld dieser Erfahrung von Begrenzungen und aber auch von Erweiterungen von Möglichkeiten und Handlungsspielräumen und noch nicht Trauerräumen immer angucke. Oder vielleicht auch ein Bewusstsein dafür schaffe, was da gerade so passiert. Und trotzdem finde ich das spannend, dieses Nicht-Moralisieren, und trotzdem hat es ja was mit den Normen unserer Gesellschaft zu tun. Wenn es um Schuld geht in meinen Seminaren, dann sage ich immer so, der kleine Toni war 2,5 Jahre alt und der wollte den Wellensittich in der Märklin-Eisenbahn mitfahren lassen. Das hat der Vogel dann nicht überlebt und der Toni hat keine Schuldgefühle gehabt. Und wenn man dem noch 3 Vögel gegeben hätte, der hätte die so lange reingestopft, bis dass er keine Lust mehr gehabt hätte und wäre 3 Rad gefahren. Und im Grunde lernt er jetzt aber über die Reaktion der Familie, das tut man nicht, ne? So der arme Vogel und so weiter. Und gleichzeitig gibt es ja Länder, da werden Frauen gesteinigt und da zuckt keiner mit der Wimper. Oder die muslimischen Freunde meiner Söhne, die haben schlechtes Gewissen, wenn sie Schweinefleisch essen. Und im Grunde setzt ja schon ganz, ganz früh das an. Und ich denke schon, dass Moral ja auch was Gutes sein kann. Und was natürlich auch von zu Hause, das hat ja auch was mit Haltung und so weiter, mit Wertschätzung gelernt werden muss. Und gleichzeitig genau das, was Sie sagen, nicht du bist böse, weil du das gemacht hast. Weil nein, du bist nicht böse. Ja? Eine Handlung ist vielleicht nicht gut, aber nicht du als Mensch. Ja, also man muss vielleicht nicht Moral mit Moralisieren zusammenbringen. Also Moral ist was Gutes, ist eine Handlung, ist eine Auseinandersetzung mit dem Guten und dem weniger Guten. Das kann ich ja ethisch dann nochmal definieren. Oder Moral ist von mir aus gelebte Ethik. Moralisieren meine ich tatsächlich in diesem Moment so dieses Unreflektierte, ja. Das tut man nicht, das macht man nicht und so weiter. Mhm. Und setzt mich damit auseinander. Ja, ganz klar. Ja. Eine ganz spannende Sache angesprochen, nämlich, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen mit dem Tod auch unterschiedlich umgehen. Ne? Wer ist dabei in den letzten Wochen zusammengezuckt, als er die Fotos der Schweinehälften bei Westfleisch gesehen hat? Wer ist da irgendwie zusammengezuckt und hat gedacht, das geht irgendwie nicht. Ne? Das sind irgendwie auch tote Tiere. Und wenn man mit Vegetariern, mit Veganern spricht, die werden da eine andere Beziehung zu haben. Ne? Und Sie haben völlig recht, wie gehen wir mit den Leichen am Mittelmeer um? Ne? Wie ignorieren wir das möglicherweise und verdrängen das? Das sind alle die Themen, die da hineingehören und die dann auch in eine Auseinandersetzung mit einer sehr sensiblen, trauersensiblen Auseinandersetzung hineingehören, die durch diese Bilderbücher, die Ann-Kathrin beschrieben hat, natürlich angeregt werden können. Um nochmal auf diese Bilderbücher zurückzukommen, es gibt ja mehrere Perspektiven, wie Kinder das erste Mal mit dem Tod in Berührung kommen, wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, in einer Form des Ausprobierens oder
durch den Tod eines Familienmitglieds oder eines Angehörigen oder aber auch, weil sie selber dem Tod ins Auge blicken, aufgrund einer Krankheit oder Verletzung oder irgendetwas dergleichen. Haben die Bilderbücher das alles thematisiert? Ja, also es gibt verschiedene Bilderbücher mit verschiedenen Personen, die da versterben. Ich habe ja jetzt tatsächlich in meiner Arbeit nur auf die Bilderbücher geschaut, in denen auch etwas dazu geschrieben steht, was nach dem Tod passiert und das genauer untersucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bilderbücher, die mir am leichtesten zugänglich waren, ganz häufig den Tod von Tieren oder auch von alten Menschen thematisieren. Ich habe dann nochmal explizit auch gesucht nach zumindest zwei Bilderbüchern, die mir dann irgendwie verfügbar waren, in denen auch Eltern sterben. Es gab auch zwei, wo die Geschwisterkinder verstorben sind. Also es gibt eine große Bandbreite auch an verschiedenen Bilderbüchern, die ganz verschiedene Dinge auch anbieten und die auch verschiedene Schwerpunkte setzen. Da gibt es Bilderbücher, die setzen den Schwerpunkt eher auf die Abschiednahme, auf die Zeit der Erkrankung. Es gibt welche, die setzen eher den Schwerpunkt auf die Beerdigung. Und dann gibt es welche, die setzen den Schwerpunkt eher auf ein Leben oder ein Sein nach dem Tod. Da kann man auch aus einer Vielzahl an Büchern auswählen. Werden diese Bücher auch in einem Hospiz für Kinder beispielsweise angeboten? Wird das auch über Literatur vermittelt? Also ich weiß, dass in Hospizen, Palliativstationen nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene oft Bücherkisten stehen und diese Bücher da sind. Was ich grundsätzlich wichtig finde, ist, dass Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten und meistens eine Trauerbegleiterausbildung gemacht haben, dass die den Menschen, die die Bücher in die Hand bekommen, Hinweise geben, wie man mit diesen Büchern arbeiten kann, weil das sind ja Animationsbücher, um ins Gespräch, ins Nachdenken, in Diskussion zu kommen und nicht einfach nur Vorlesebücher. Und da ist es einfach wichtig, um Modelle zu wissen, um zu sagen, okay, hier geht es um Begreifen oder die Vielfalt der Gefühle oder einen Ort geben, Veränderung. So, dass man sagen kann, guck mal, das, was dein Kind sagt, das kommt hier in dem Buch drin vor. Das bestärkt ja auch natürlich Eltern. Bilderbücher sind, finde ich, so wie Märchenbücher von oder wie Ravensburger von 0 bis 99, ja. Man kann mit Bilderbüchern so wunderbar arbeiten einfach. Und ich erlebe die schon in den Einrichtungen, die Bücher. Das heißt, die Bücher, auch die, die du durchgelesen hast, Ann-Kathrin, sind nicht zum Vorlesen, sondern eher ein Angebot für Kinder, Eltern, Angehörige, um das Thema zu thematisieren. Du sprachst von Gefühlspfützen. Das heißt, man muss eventuell auch gucken, wann ist das Kind gerade emotional bereit oder braucht so eine Eröffnung des Themas. Ja, genau. Kinder trauern ja in Trauerpfützen. Das habe ich eben schon im Vortrag auch erzählt. Und das ist natürlich immer wichtig zu schauen. Möchte das Kind das gerade und gleichzeitig aber auch es anzubieten? Weil ich schon erlebe, dass in den seltensten oder in eher wenigen Fällen dann auch die Kinder ganz eigeninitiativ auf einen zukommen und das jetzt thematisieren möchten, dass man so eine Angebotsstruktur quasi schafft und sagt, hier ist der Raum oder ich habe ein schönes Buch und dann aber auch zu schauen, ist das Kind offen dafür in dem Moment, das anzuschauen. Und auf jeden Fall ist es sinnvoll, die Bücher gemeinsam zu lesen, sich auszutauschen über verschiedene Vorstellungen, dem Thema damit einen Raum zu geben und nicht das Buch von vorne bis hinten durchzulesen und dann wieder in den Schrank zu stellen. Ich meine, dadurch schaffen ja Bilderbücher auch ein Stück weit Normalität. Das heißt, Bilderbücher, die ich zum Tod und Sterben lese, geben mir die Möglichkeit, als Kind mich damit gut auseinanderzusetzen. Und das, was beschrieben ist, ist in der Gesellschaft und ist auch ein Stück dann Normalität. Das heißt, es wird nicht ausgrenzend. Was mir gerade so aufgefallen ist, es gibt für Kinder Bilderbücher, um sich mit Trauerprozessen zu beschäftigen. Es gibt für Erwachsene Ratgeber, um das zu tun. Es wäre ja vielleicht mal schön, das wäre eine Frage an
die Frau Kollegin, ob es nicht vielleicht auch Romane gibt für Erwachsene, die sich dann mit Trauerprozessen beschäftigen. Na, wo man sagt, dann setze ich mal explizit mit solchen Themen auseinander, wo das Thema Trauer und nicht das Thema Mord und Totschlag und Scheidung und Sex and Crime und Science Fiction im Mittelpunkt steht, sondern tatsächlich eine Idee von Trauerarbeit. Es gibt einige Filme, wo das tatsächlich der Fall ist, wie zum Beispiel Wie im Himmel. Ne, das ist so ein klassischer Film, wo das passiert. Dürften wahrscheinlich alle vor und hinter der Kamera kennen. Echt die Frage, gibt es auch, mir fällt jetzt aktuell wirklich kein tiefschürfender Roman ein, der die Trauerarbeit und die Bewältigung von Trauerprozessen in den Mittelpunkt stellt. Mir scheint es da viel weniger Bücher zu geben als für Kinder. Ja, aber es wär eine coole Idee, eindeutig eine coole Idee. Ich habe ein Buch rausgegeben, Geschichten, die das Leben erzählt, weil der Tod sie geschrieben hat. Und da sind immer Begebenheiten drin, wie ich mit einer dementen alten Frau und ihrer Tochter in der Aufbahrungshalle bei der Totentochter stehe. Oder wie der alte Mann bei seiner sterbenden Frau steht und sie immer noch mit Leberwurstbrot füttern will, weil solange sie isst, wird sie nicht sterben. So, und da sind so Geschichten drin, die im Grunde so selbsterklärend sind. Und da erlebe ich auch, dass das Kind, also Kinder so ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene lesen. Aber das als Roman, das wäre natürlich eine spannende Sache. Das wäre jetzt nicht meins, das zu schreiben. Genau, aber das wäre schon eine coole Sache, ja. Ja. Wo man im Roman auch sowas erklärt bekommt, genau. Ja. Aber was ich nochmal wichtig finde mit Bilderbüchern, das ist, wir müssen diese Bücher anbieten. Man lernt das immer wieder in manchen Kursen, dass gesagt wird, sprich nur darüber, wenn die Kinder dich fragen. Aber wie sollen die Kinder Fragen stellen, wenn sie keine Worte haben, wenn sie gar nicht wissen, was sie fragen können? Und wir machen uns nicht so einen Kopf bei Farben. Wir sagen nicht, oh Gott, wir können ein Kind jetzt nicht überfordern, wenn wir von Orange sprechen. Orange ist doch eine Mischfarbe. Sondern wir sagen, guck mal, die Orange, Apfelsine und das gelbe Postauto. Und das bieten wir einfach an. Und das müssen wir bei Tod und Trauer auch machen. Wir können nicht sagen, wir richten einen Raum ein, der ist nur schwarz-weiß. Und wir nehmen natürlich bunte Stühle rein, wenn die Kinder sagen, ich möchte gern grün haben. Wenn die grün nicht kennen, werden die niemals danach fragen. Und wer im Grunde ein Problem mit dem Thema in der Regel hat, das sind die Erwachsenen, die diese Bücher nicht rausrücken, nicht die Kinder. Die Kinder, wie wir gelernt haben, interessieren sich dafür und setzen sich auch immer wieder damit auseinander. Das passt vielleicht auch zu einer Frage. Mich würde interessieren, wodurch sensible Begleitung definiert wird, beziehungsweise was diese ausmacht. Ich glaube, das haben wir beantwortet, aber des Weiteren und wie man mit der möglichen Todessehnsucht von Kindern umgehen kann. Also genau in dem Moment, wenn Sie sagen schon, eher sind es die Erwachsenen, die sich vor diesem Thema scheuen, also jetzt nicht dem Tod, sondern die Trauer und alles, was damit einhergeht, sondern Faden verloren. Die Erwachsenen halten die Bücher zurück. Und die Kinder wollen das. Das heißt, man hat quasi zwei Punkte, woran man arbeiten kann. Erstens diesen Wunsch der Kinder, irgendwie gerecht zu werden im Sinne von, wir reden darüber. Aber auf der anderen Seite auch eine Aufklärungsarbeit für die Eltern. Du kannst keine Trauerarbeit mit Kindern machen und die Eltern außen vor lassen. Oder man sollte es nicht machen. Man kann schon. Man sollte es nicht machen. Es gehören immer die Eltern dazu, die auch, weil es ist eine Haltungssache. Es ist eine Haltungssache und es braucht die Erzieher und Erzieherinnen dazu, die Therapeuten, Therapeutinnen, Lehrer, Lehrerinnen. Es braucht die ganze Gesellschaft eigentlich dazu. Aber für Kinder als erstes die Eltern, auf jeden Fall, die sich auch damit auseinandersetzen. Und die Todessehnsucht, die hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, so dieses es nicht zu kennen und zu sagen, ich möchte da auch hin oder dann wird der Himmel als was Tolles beschrieben, ja. Wer will denn dann nicht ins Paradies im Grunde? Und irgendwie ist es doch so schön da und der Oma geht es da ganz gut, aber ich darf da nicht hin. Und dann merken Kinder natürlich auch, die Mama wird ganz nervös, wenn ich sage, ich will auch tot sein. Und dann bekomme ich besondere Streicheleinheiten oder die weint. Das ist ja auch, man muss ja gegenseitig lernen, mit diesen Gefühlen und Gedanken umzugehen. Ich glaube auch, dass die Todessehnsucht bei Kindern nicht die Todessehnsucht der Pubertierenden und der Erwachsenen ist. Da ist sie vielleicht modisch, da ist sie vielleicht pathologisch, da hat sie vielleicht was mit Depressionen zu tun, mit psychischen Erkrankungen. Bei Kindern im Regelfalle
die in so einer frühen Phase eigentlich noch nicht so wirklich psychisch erkranken können, zumindest die wenigsten, ist das vielleicht ein Wissenwollen um Todesprozesse? Ist das ein Wissenwollen um das Mythologische? Ist das natürlich auch in einer Phase des selber noch sehr mystisch unterwegs Seienden, ne, wo alles belebt ist und wo der Traktor oder wo der Holzklotz zum Trecker wird und der Stein zur Kuh, dann ist das eher was Mystisches, was für die Kinder relevant ist. Ich glaube, man muss bei der Todessehnsucht nochmal ganz deutlich unterscheiden und muss dann auch schauen, was bietet man den Kindern tatsächlich aktiv an, ne, und wie reagiert man darauf, ohne wieder das Thema zu tabuisieren. Ich glaube, es wird nie so viel tabuisiert wie Tod und Sterben. Wenn ich in Einrichtungen der Eingliederungshilfe bin und wir bestimmte Dinge entwickeln, Konzepte entwickeln, werden alle Themen auf den Tisch gelegt, so relativ autonom von den Kollegen. Was nicht auf den Tisch gelegt wird, ist Sexualität und Sterben. Da muss man immer gucken, habt ihr das schon gut bearbeitet? Nee, warum? Ja, weil es von keinem kommt. Ah ja, stimmt, da war da was. Ja, und dann ist häufig Tod und Sterben das letzte Thema, was angeguckt wird. Ja, man beschäftigt sich natürlich ein bisschen mehr lieber mit den Lebenskräften als mit Tod und Sterben, weil das tatsächlich immer noch einen Tacken tabuisierter ist. Es wird dann ganz still im Raum bei Menschen, die zum Teil seit 25, 30 Jahren in dem Bereich unterwegs sind. Und das sollte genau auch in der Arbeit mit Kindern nicht passieren, wenn diese Kinder danach fragen, wie sie eine sehnsuchtsvolle Auseinandersetzung vielleicht mit den Wissensprozessen haben, dass es da plötzlich still im Raum wird. Und da sind die Bilderbücher, aber auch die Kategorien, die Scholten entwickelt hat, um Bilderbücher damit noch mal so ein bisschen zu qualifizieren, extrem hilfreich. Ja, und wenn ich das nicht lerne beim Tod, dann, ich habe vorhin das zur Scheidung gesagt, dann kann ich das auch nicht auf Scheidung übertragen. Und ne, das ist einfach unser natürliches Lernfeld, der Tod. Und wenn das natürliche Lernfeld uns vorenthalten wird, dann werde ich nicht krisensicher groß werden. Dankeschön. Es gibt keine weiteren Fragen im Chat. Ich würde jetzt vielleicht auch nochmal fragen an unsere Autorin, an Katrin, wie geht es weiter für dich? Du hast dich mit den Bilderbüchern auseinandergesetzt. Hast du selber Lust, auch ein Bilderbuch zu verfassen? Wird sowas passieren? Das weiß ich noch gar nicht, ob ich mal selbst ein Bilderbuch verfassen würde. Das wird sich zeigen, genau. Ich habe aktuell einen anderen Buchbeitrag geschrieben. Ich habe noch so ein zweites Herzensthema quasi. Das eine ist die Trauerarbeit oder Trauerbegleitung. Das andere ist eben Trauma und Traumapädagogik, wo ich ja auch die Lehre bei uns an der Hochschule in diesem Semester gebe. Dazu habe ich jetzt gerade etwas geschrieben. Genau, plane ein Forschungsvorhaben dazu und irgendwann langfristig möchte ich auf jeden Fall auch die Ausbildung zur Trauerbegleiterin machen, von Herzen gern. Genau, und was da so an Schriftstücken noch bei herauskommt, das wird die Zukunft zeigen. Genau. Sehr schön. Sind ja durchaus auch Themen, die manchmal Hand in Hand gehen. Wenn ein Kind dem Tod begegnet ist, kann das ja durchaus auch traumatischer Natur sein. Aber das würde wahrscheinlich zu weit führen. Ich beiß mal ein bisschen auf die Finger. möchte noch jemand etwas sagen oder etwas fragen? Das Problem ist, wir sind 30 Sekunden zu spät. Das heißt, vielleicht kommen jetzt sogar noch Fragen. Aber das wäre dann erst in 30 Sekunden. Und in der Zeit können wir ja nicht schweigend hier sitzen. Ja, ich würde die Arbeit von Ann-Kathrin Scholten noch mal so ein bisschen würdigen wollen, weil sie schafft es tatsächlich, ganz viele Dinge zusammenzubringen und auch da wieder Grenzen zu überschreiten, und zwar geisteswissenschaftliche und empirische Forschung zueinander zu bringen, und das relativ aus dem Ärmel raus. Ne? Das heißt also, mit einer spielerischen Wucht Themen zusammenzubringen und Empirie und Geisteswissenschaft zusammenzubringen und die handlungsfähig aufzubereiten für den pädagogischen Alltag, das muss einmal das mal gelingen. Das heißt also, das in der Masterthesis umzusetzen, also à la Bonheur, da liegt die Latte für alle anderen, sehr, sehr hoch das zu tun. Und sie schafft es, von Grund auf interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt, wir haben heute eine Menge gehört über Psychologie, über Emotionspsychologie, über Pädagogik, über Anthropologie, über Ethik, über unterschiedliche Religionen, über wissenschaftliche Standards, über Qualitätsentwicklung, über Kunst, über Therapie mindestens, und ich könnte jetzt noch, wenn ich viel Zeit hätte, noch 10, 20, 30 weitere aufzählen, und die tatsächlich unter einen Hut zu bringen und das Ganze aus einem Guss zu gestalten. Also insofern, ja, man müsste mal irgendwie gucken, dass man dann doch vielleicht dieses Buch nochmal irgendwann zum Buch werden lässt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Der erste Schritt zum Buch schon getan. Ja, das waren auch die 30 Sekunden. Es sind keine weiteren Fragen gekommen und es war eine hervorragende Einleitung schon mal zu den abschließenden Worten, nämlich auch ganz viel Dankeschön in alle möglichen Richtungen. Natürlich, Ann-Kathrin, an dich, dass du nicht nur diese hervorragende Arbeit geschrieben hast, die eben, weil sie so wundervoll ist, hier bei Herzblut bei uns gelandet ist, sondern auch, dass du dich darauf eingelassen hast, das hier in der Online-Version durchzuziehen und eine Video vorher aufgenommen hast und dich zu diversen Treffen bereit erklärt hat. Auch natürlich für diesen zeitlichen Aufwand vielen Dank an Mechthild und Herrn Greving, dass ihr heute hier seid, dass ihr mit der Technik vorher mit uns geprobt habt. Und da sind wir dann auch schon bei der Technik. Vielen Dank an Yannick, der das von der FH gerade im Hintergrund alle für uns managt, damit wir uns hier alle sehen können. Und natürlich danke an das Gremium Herzblut, an alle Menschen, die gesammelt haben für alle möglichen Thesen und die Öffentlichkeitsarbeit begleitet und vorbereitet haben, die wunderschöne Bilder gemacht haben, damit das in einem schönen Rahmen passiert. Und ich habe bestimmt ganz viele vergessen. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, schließen wir das jetzt. Oder nicht wir, sondern ich glaube Yannick. Wir können das gar nicht. Ihnen vielen Dank für die Moderation. Ja, genau. Danke für die Moderation. Danke, dass ihr alle dabei wart. Danke für alle Fragen, die gekommen sind im Chat. Ja. Wir verabschieden uns alle und gucken, wie lange das noch läuft. Gute Zeit Ihnen allen. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.